hier nochmal die Route von Concord, North Carolina über Fayetteville, Arkansas nach Carlsbad, New Mexico. Schönen guten Morgen, liebe Leute. Wir haben heute Donnerstag, glaube ich. Donnerstag? Nee, Mittwoch. Mittwoch ist heute. Bin jetzt in Tennessee, kurz vor Nashville. Und werde heute noch 600 Meilen runterreisen. Ich habe mich in Arkansas, in Fayetteville, Arkansas. Und werde da morgen früh dort abladen. Nice and easy. Und ja, habe versucht jetzt hier mal irgendwie ein Video zu machen, hochzuladen oder so, aber meine Internetverbindung ist so schlecht. Kaum zu glauben, wie schlecht die ist. Und auf meinem normalen Provider habe ich keine Bytes mehr. Und naja, muss halt Beste machen. Beste draus machen. So rum. Wetter ist bescheiden, ist bewölkt, aber es regnet nicht oder schneit nicht, ist kalt. Fast 0 Grad. Oder sind eigentlich 0 Grad Celsius. Aber es kann ja nur noch besser werden Richtung Süden, hoffe ich. Aber da hat es ja auch schon geschneit jetzt die letzten Wochen, Tage. Aber ich denke mal nicht, dass da jetzt noch irgendwie Schnee kommt oder so. Ich denke mal, dass es schön wird, das Wetter, weil ich fahre ja dahin, deswegen wird das Wetter ja auch schön, ist ja klar, oder? Und muss jetzt noch warten, bis meine 10 Stunden Pause um sind. Ja. So, ungefähr eine halbe Stunde noch. Aber wie gesagt, Internetempfang ist brutal, ist grauenhaft. Von meinem Auto jetzt hier, der Hotspot von meinem Auto zu meinem Laptop ist katastrophal. Macht mir nicht mal eine E-Mail-Seite auf. Und wie gesagt, von meinem Handy ist das dauert noch 11 Tage, bis ich da meine Bytes zurückkriege, weil da halt nur 6 Gigabytes. Ja. Dann hoffen wir mal, dass ich heute Abend einen schönen Plätzchen kriege oder einen Keks bei der Pilot oder Flying J, wo ich dann hoffentlich anständig Internet habe, dass mal wieder ein Video kommt. Weil ich hink ja ein bisschen hinterher. Letzte Tortenvideo. Aber ihr sollt ja nicht im Kopf behalten, dass ich Torten mache. Ich fahre ja Auto. Ja, erstmal so viel dazu. Und später mehr. Bis dann, tschüssi und bye-bye. So, habe jetzt fertig getankt. Meine Pre-Trip-Inspection gemacht. Funktioniert alles. Reifen sind alle dicht. Und jetzt geht's los. Richtung Arkansas. Wie der Deutsche sagt, Arkansas. Ah nein, das heißt Arkansas. Naja. In 300 feet, turn left on Gainesboro Highway, TN 56, and then take the entrance to the right in 650 feet. Mann, ist das ein Verkehr hier. Eine gelbe Ampel und eine rote Ampel. Übrigens, der Kaffee, den ich mir heute früh geholt habe, 76 Cent, ein großer Kaffee. Wahnsinn. Also, so günstig kann ich noch nicht mal selber machen, wahrscheinlich. Hammer down.
Nein, falsch. Na, na, kommt da drauf. Tanken. Ja, muss mal wieder tanken. Und mache dann auch gleich meine 30 Minuten Pause. In 6 Meilen. Und werde da halt mal stehen bleiben und mal gucken, wie da die Internetverbindung ist. Vielleicht kann ich ja noch was planen oder so. Glaub zwar nicht, aber. Und was ich vergessen habe, wo ich zu Hause war, ich wollte mir eigentlich so ein externes Mikrofon bestellen. Aber ich habe es mal wieder vergessen. Tut mir leid. Aber irgendwann, irgendwann bestimmt. Hoffe ihr verzeiht mir so lange, falls die Tonqualität ab und zu mal schlechter ist. Und ja, wie gesagt, ich bleibe dran. Nächstes Mal, wenn ich zu Hause bin oder kurz vorher, bestelle ich so ein externes Mikrofon, dass es auch da ist, wenn ich dann zu Hause bin und dann mitnehmen kann. Und natürlich auch zu Hause mal ausprobieren kann. Spätestens in 5 Wochen bin ich wieder zu Hause. Aller spätestens, weil da kommen Freunde aus Deutschland. Kurz zu Besuch. 1-2 Tage oder so. Und ja, die machen einen Camping-Roundtrip. Also die mieten sich einen Camper und wollen damit runter nach Florida irgendwie. Und da kommen sie ja bei uns theoretisch vorbei. Auch praktisch. Aber leider halt nur für kurze Zeit. Ja, und da bin ich natürlich auch zu Hause. Ne? Und ja, dann versuche ich zu diesem Zeitpunkt mir mein externes Mikrofon zu bestellen, dass ich spätestens in 5 Wochen habe. So, gleich sind wir da. Na, erst tanken. Und dann 30 Minuten Pause. Und dann habe ich es nicht mehr weit. Ich glaube, ich habe dann noch 3,5 Stunden oder 3 Stunden zu fahren. Insgesamt. Also nicht insgesamt, sondern für die ersten, für den ersten Abladeort. Jetzt muss ich kurz rüberfahren hier. Ja, für meinen ersten Kunden in Arkansas und dann morgen früh schnell die paar Rohre runter da, die 3-4 Bündel, die ich da habe für die. Und die restlichen 2 Bundles, die kommen nach New Mexico. Und die reise ich dann morgen noch runter, die restlichen Meilen bis nach New Mexico und bin Freitag früh. Vielleicht noch Freitag früh noch 1,5 Stunden fahren und dann bin ich da. Ja. Dann hoffen wir mal, dass ich eine Rückladung kriege irgendwo hin. Am Freitag über Wochenende. Ich glaube zwar nicht, so wie das bis jetzt aussieht, weil das Einzige, was verfügbar war, war in Nähe von Dallas. Aber es sind knapp 400 Meilen leer. Das sind 8,5 Stunden Fahrt, also nicht wirklich, also ja, ich werde sehen. Wenn nicht, muss ich halt mein Wochenende in New Mexico verbringen irgendwo. Dann schauen wir mal. Mal gucken. Also, bis gleich. In a quarter mile, turn left on Dick Jetta Road. Left curve ahead. Boah, ja, das ist ja wieder diese geile Abfahrt hier, wo so halber Meter Stufen drin sind in dieser Straße hier. Gottes Willen. Oh. Meine Fresse, ey. Oh Gott. Oh, das ist ja unglaublich, ey. Aber auch immer hier tanken. Barbecue man, Barbecue man, we got chicken dinners. We also got that combo platter. We also got them hickory smoked ribs, fresh out the grill. Take a little chance, 25 to barbecue man. The
Aber endlich machen sie die mal heile hier, diese Abfahrt. Zeit wird's ja. Destination on the right side in 350 feet. In 1,000 feet, turn left on Valentine Road, CR79, and then approaching destination on the right side in 350 feet. Oh yeah, he meant to last, man. We had a banana pudding, peach cobbler, man. We had it homemade, man. Approaching destination in 200 feet on the right side. You have arrived at your destination on the right side. Pilot Travel Center number 332. Angekommen an meinem Truckstop, habe jetzt noch 44 Meilen Rest bis zu meinem ersten Abladeort. Der Grund, ich wäre eigentlich bis hingefahren, weil 6 Meilen von dort ist noch ein Truckstop, aber der Grund, warum ich jetzt hier stehen bleibe, ist der, weil ich auf meiner App geguckt habe, weil es eine Pilot und die Pilot ist sehr, sehr klein, sehr eng, dreckig und also die Reviews, die da auf dieser App waren, waren nicht so berauschend. Und bevor ich da jetzt hinfahre, keinen Platz mehr kriege, bleibe ich hier stehen, 44 Meilen vorher, und habe hier meine Ruhe, kann hier noch was essen gehen
mache noch ein bisschen Papierkram und ja, und dann noch ein bisschen mal gucken, ob ich mal dann Videos machen kann oder so, was hochladen, weil Internet scheint hier ganz gut zu sein. Na, mal gucken. Also, in diesem Sinne verabschiede ich mich für heute und morgen früh geht's weiter. Tschüssi und bye bye.